zusammen, willkommen zu einem neuen Kochvideo bei Supplementa. Ich bin die Sophie. Ich bin Luisa. Und wir machen heute zusammen ein veganes Kichererbsen-Omelett. Die Basis für unser Kichererbsen-Omelett ist Kichererbsenmehl. Das vermixt die Luisa jetzt direkt mal mit Wasser, bis man eine schöne glatte Pancake-artige Masse hat. Und ich schneide hier schon mal Frühlingszwiebeln und Paprika. Im Endeffekt kann man da auch anderes Gemüse reinmachen. Wichtig ist nur, dass man es relativ klein schneidet und fein schneidet. Okay, Gemüse ist fein geschnitten. Das gebe ich jetzt zu der Kichererbsenmasse dazu. Das ist, jetzt kommt noch unsere Geheimzutat dazu, und zwar ist das schwarze Salz, auch Kalanamak-Salz genannt. Das findet ihr normalerweise in jedem gut sortierten Biomarkt. Und das Besondere daran ist eben, dass es sehr stark nach Ei schmeckt. Deswegen am besten sparsam benutzen. Und wer es nicht mag, kann einfach auch normales Salz benutzen. Aber das gibt dem Ganzen einfach ja, eine besondere Note. Machen wir noch ein bisschen Pfeffer mit dazu. Und wenn ihr zum Beispiel das Kalanamak-Salz nicht benutzen möchtet, wir haben bei uns im Shop so ein tolles Blütensalz, das kann man da auch ganz gut benutzen, gibt dem Ganzen auch eine besondere Note dann. Jetzt erhitzen wir eine beschichtete Pfanne auf mittlere Hitze und warten, bis die ja, gut warm ist. Und dann können wir das Omelett rausbacken wie normale Pfannkuchen auch. Ich benutze normalerweise kein Öl in meinen Rezepten. Wer möchte, kann natürlich ein bisschen Avocadoöl oder Kokosöl benutzen. Das sind gute, hitzebeständige Öle. Das braucht jetzt wahrscheinlich so 2 Minuten pro Seite, je nachdem wie heiß eure Pfanne eingestellt ist. Dann einmal wenden und dann ist es auch schon fertig. Jetzt sind unsere Omelettes fertig. Jetzt sind sie ganz fertig. Bisschen Deko geht immer. Genau, also ich mag die so gerne, weil man damit total viel machen kann. Also man kann die natürlich entweder noch mit anderen Sachen füllen oder belegen. Ich mache da ganz gerne ein bisschen Quark dazu, Gurken dazu. Man kann auch gut Avocado drauf machen. Und dann hat man eigentlich ein super leckeres Frühstück oder auch Hauptgericht. Und das ist wirklich, ihr habt es ja gesehen, aus ganz einfachen Zutaten gemacht und auch relativ schnell gemacht. Und gesund, fettfrei, glutenfrei, vegan. Also eigentlich das optimale Gericht.